Ja, und willkommen zurück zum neuen Adventstürchen Nummer 16. Ja, noch 8 Tage, dann ist Heiligabend. Wir nehmen erstmal mal den Schokokalender von EMP und gucken uns, wo ist die 16? So. Gucken, wo ist er? Da. Aufmachen einmal. Müssen wir mal so machen. Will mal wieder nicht. So und wie üblich. Die Pommesgabel. So. Das war der Genuss. Und jetzt kommt die Arbeit. Das war die Nervennahrung. So. Die Nummer 16 haben wir jetzt. So, und da haben wir sie auch schon. Peter hielt einen der Schlüssel in die Luft. Das hier muss er sein, entschied er. Die Zeichen sehen exakt gleich aus. Doch was ist das für ein Schlüssel? Mrs. Lehmann setzte ihre Brille auf. Ich vermute, diese Schlüssel gehören zu den Spinds in den Umkleideräumen. Das sind die kleinen Schließfächer für die Kleidung. Ellen King unterbrach sie. Schluss mit den Hokuspokus. Darum können die drei Jungs allein kümmern. Mrs. Lehmann, wir haben noch ein paar geschäftliche Dinge zu besprechen. Wenn ihr uns also entschuldigen würdet. Die drei Fragezeichen machten sich allein auf den Weg in den Umkleideraum. Im Keller. Dann probierten sie nacheinander die Schlösser der Schließfächer aus. Ihr Schlüssel passte schon beim zweiten Schloss und mit einem quietschenden Geräusch ließ sich die Blechtür öffnen. Und, was siehst du? Just, flüsterte Peter ängstlich. Nichts, nur eine fette Spinne. Doch plötzlich hörten sie aus der Tiefe des Schließfachs eine geisterhafte Stimme. Sie war verzerrt und abgehackt, so als wäre die einzelnen Silben durcheinander gewürfelt worden. Die Stimme klang schrecklich, aber die Worte machten keinen Sinn. Wie bei einem Echo konnte man kaum etwas verstehen. Kannst du die Silben zu einem sinnvollen Satz sortieren? Ja, Das müsste, glaube oder müsste... Nee. Also, wir haben hier jetzt drei Lösungsvorschläge. Etwa eine Flagge, die drei Fragezeichen zeigt. Mal gucken. Das schauen wir uns mal an. Das müsste auf dem Stadiondach sein. Oder so. Wo war die? Ich glaube, ich weiß, welche Stelle gemeint worden ist. So, ich zeig's euch mal. Kann man sehen? Nein? Muss ich die Kamera ein bisschen höher stellen? Ja? Hier, die Stelle wird gemeint. Aber hier ist keine Flagge. Hier ist eine Fledermaus. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist eine Fledermaus. Also ist die Antwort verkehrt. Letzte Warnung. Also könnt ihr endlich verschwinden. Ich warne euch. Also das ist schon mal verkehrt. Hier, wo waren die? An der Stelle sind Fußballschuhe. Ja, ich zeig's euch mal so. Das ist ein Türchen, das wir schon offen hatten. Also statt den Pantoffeln waren hier die. So. Hier. Das haben wir ja schon offen. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so. Ihr seht Fußballschuhe. So. Also ist Antwort 2 richtig. Letzte Warnung. Verschwindet, solange ihr noch könnt. Das heißt also Dämmerwurf hier. Ja, hier. Und das Türchen geht so auf. Mal sehen. Also,
Na, dann nehmen wir meinen Stift wieder. Meinen obligatorischen. So. So, und was haben wir drinnen? Oh. So, warte. Damit ihr seht, ich drücke das rein, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. So, das kommt weg. Das kommt dahin. So. Oh. Manche Hinweise sind einfacher schwer zu entziffern. Aber es geht einfacher. Verabrede mit deinem Freund bestimmte Zeichen, dann weiß jeder auf einen Blick, womit er es zu tun hat. Eine Karte mit den Geheimzeichen gibst du deinem Freund, die andere behältst du. Diese Zeichen kannst du oder dein Freund mit Kreide auf dem Straße malen. Natürlich dort, wo der andere diese auf jeden Fall entdeckt. Oder verwende sie für kurze Nachrichten. Denkt euch zusammen einfach noch mehr solcher Geheimzeichen aus, die nur ihr kennt. Oh, auch nicht schlecht. Also, bekommt nur einer von euch. Ja. So sieht das aus. Hm. 2-0. Treffpunkt 2 Uhr am Bolzplatz steht hier. Und was haben wir hier? Sind kurz vor dem Ziel. Ja. Das packe ich jetzt auch in die Box. So, weg ist das. Das heißt also, morgen geht's weiter mit... Ah, so, jetzt wieder normal. So. So. Ja, morgen geht's weiter. 8 Tage sind es noch bis Heiligabend. Mhm. So. Was gibt es jetzt noch von meiner Seite aus noch zu sagen? Nichts. Video kommt wieder wie bis Ende dieser Woche. Immer um dieselbe Zeit jetzt ab sofort. Also bis Freitag kommt er immer spät. Samstags früh. Montags ein bisschen später wieder. Aber Samstag auch wieder. Dienstag wieder früher. Ja, das war's. Mehr brauche ich nicht sagen. Hab viel Spaß. Ach ja. Links zum Gewinnspiel wird wieder unten in der Videobeschreibung zu finden sein.